Wir sehen hier schon die ersten Fahrzeuge aufs Gelände rollen für unsere Präsentation. Die sind von Ihnen, aber entscheidend ist bei unserer Präsentation das, was da hinten drauf ist, um es mal so ganz salopp zu sagen. Das heißt, was ist... Und das soll ein effizientes Löschgerät sein. Die Effizienz besteht hauptsächlich darin, dass man ein hohes Wasservolumen vernebelt entsprechend und eine definierte Tropfengröße hat, um keine Kompromisse letztendlich bei der Wurfweite zu machen. Die Neigungen können wir von minus 20 bis plus 50 Grad realisieren. Wir haben zwei unterschiedliche Wasserkreisläufe hier, das heißt der äußere Düsenkranz einmal separat geschaltet und die innere Löschturbine, der Monitor in der Mitte, und die Kapazität im äußeren Düsenkranz beträgt 1000 Liter, justierbar gemäß Kundenanforderungen, und in der Mitte für die Monitordüse maximal 2500 Liter pro Minute. Hier sehen Sie einmal die Belüftungskapazität dieser Turbine. Wir haben zwei Baugrößen davon. Es ist einmal die S15 und die M25 Turbine. Hier sehen Sie die größere Turbine im Aufbau. Die Gesamtluftmenge, die hier durch die Turbine, also netto, durchgereicht werden kann, beträgt 60.000 Kubikmeter. Der kann in Sprühstrahl und Vorstrahl verstellt werden. Im Vernebelungsmodus, der maximal 1500 Liter pro Minute mit einer zusätzlichen Düse in der Mitte beträgt, schaffen wir bis zu 80 Meter Wurfweite. Hier sehen Sie also wunderbar, wie flexibel die Turbine bis nach oben aufgerichtet werden kann. Der Antrieb der Turbine und vom Fahrgestell erfolgt hydraulisch, das heißt, Sie haben komplette Flexibilität in Bezug auf die Regelung der Geschwindigkeit und der Luftmenge. Die Turbine liegt ungefähr bei 1500 Umdrehungen pro Minute, das heißt, Sie sind relativ leise unterwegs. Die Turbine kann also auf eine Ausgangshöhe von bis zu 4 Meter gebracht werden, und auch hier sind die Neigungen von minus 20 bis plus 50 Grad möglich. Auch im aufgerichteten Betrieb lässt sich der Raupe wunderbar verfahren. Sie haben also ausreichend Gegengewicht und sind immer in der vollen Stabilität. Vorne an der Löschraupe sehen Sie ein Räumschild. Damit lassen sich sämtliche Objekte, die im Weg sein sollten, aus dem Weg räumen. Das wollen wir hier einmal kurz demonstrieren. Das ist also überhaupt kein Problem für diese kleine Raupe, solche Objekte von einem Gewicht bis zu 3 Tonnen aus dem Weg zu schaffen und damit sich den Weg frei zu machen, um den Angriffsflug letztendlich zu sichern. Parallel kann eben auch die Turbine eingesetzt werden als Löschgerät, also entweder im vermehrten Modus. Alles, was Sie sich vorstellen, ist hier möglich. Auch Gabeln, da ist Staplergabeln ausgeführt, oder Container zum Transportieren von Ausrüstung, sind absolut kein Thema.